Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 674 angekommen und wir stehen hier vor den ersten Mods, weil da seht ihr schon die nächste und hinten sind auch noch zwei, teilweise mehr Teile, also hier ist ein bisschen was zu gucken und wir fangen mal einfach an und zwar mit dieser guten Stara hier, nämlich der guten Stara Absoluta heißt sie, glaube ich, da seht ihr es, 44-41. Das ist eine Einzelkorn-Sämaschine, so simpel ist das Ganze. Da seht ihr auch schön die ganze Nummerierung von den ganzen Einheiten. Ne, da können wir einmal eine Runde flitzen und dann seht ihr, auf welche Zahl kommen wir wohl. Richtig auf 44, weil deswegen heißt sie auch so. Ja, ich schmeiße das Ganze einfach mal an und wir falten das Ganze mal auseinander. Und dann seht ihr auch schon hier oben die Tanks. Das oben sind die Saatguttanks, die Orangen. Und das Gelbe ist der Düngertank. Weil ihr könnt sagen, ich möchte gerne mit Dünger oder ohne Dünger haben. Dann ist der Tank einfach nicht da. Das ist der ganze Trick an der Geschichte und die Verteilung dafür fehlt. Ihr seht also Einzelkorn-Seetechnik im größten Stil. Deswegen auch der kleine Fendt davor. Weil den braucht man auch. Ne? Also hier kann man jetzt sagen, ich kann damit alles machen und auch alles übermängeln, wie ihr seht, weil ich habe hier die verschiedenen Untergründe und ihr seht, ne, 10 km/h, 9 km/h, selbst der Fan mit 500 PS ist hier gut am Arbeiten, wenn ich hier Mais aufbringe und eine Runde dabei dünge. Ne? Also das ist schon ganz ordentlich, was man da machen muss. Ne? Wie gesagt, das hier ist der Part, der halt extra dazukommt, diese Verteilung für den Düngerpart, das kann man an- und ausschalten. Und das gucken wir uns auch einfach mal an. Einzelkorn-Seetechnik. Da seht ihr selber, 215.000 kostet das gute Stück. Ne, klar, ist natürlich bei der Arbeitsbreite und bei der Größe liegt da bei anderen hier im gleichen Bereich, sag ich mal so. Das passt dann in dem Sinne schon. Und hier seht ihr nur Samen. Hier müssen wir eigentlich nur Seen hinschreiben. Und hier steht mit Dünger. Und dann kommt halt der Part dazu. Das ist schon alles. Wir sind bei 20,7 Meter Arbeitsbreite. Und dann beim Gesamtliterinhalt von 5600 Liter. Das ist nicht super viel, aber ja, so ist es anscheinend wahrscheinlich auch im Original ähnlich. Deswegen ist da auch wohl nicht viel dran gemacht worden. So, sieht sonst eigentlich ganz ordentlich aus. Man sieht die ganzen Beschilderungen hier. Man sieht, dass das mir da nicht mehr das Neueste ist. Das sieht aus schon wie rangespeist ungefähr. Ne? Aber ja, so ist es dann halt. Und wir haben hier die Haken, die das Ganze da drüben dann einhaken lassen. Ja, eine schöne Geschichte. Damit fangen wir an und wir gehen einfach eine Runde weiter und kommen gleich zur nächsten Sache. Nämlich zu diesem guten Stück hier. Hört sich jetzt komisch an. Warum kommen wir denn dazu? Ja, da seht ihr es. Madara RNT26 ist die Variante hier. Was das dahinter heißt, weiß ich nicht. Ich bin mit dem Hersteller auch nicht ganz so... ne, da seht ihr, Madara Agro steht auch hier dementsprechend dran. Das sieht auch alles sehr gut aus, auch die ganzen Verzurrungsgeschichten hier und die ganzen Hebelchen, alles was man so hat, sieht sehr gut aus. Das ist jetzt hier ein Dreiachser Drehschemel. Ich mache den jetzt einfach mal, ne, gehe eine Runde rein, mache den Motor an. Wir können schön die Plane wegnehmen, da sehen wir schön mit Zwischenstütze das Ganze, wie das dann gehalten wird hier. Ne? Und man sieht hier an der Seite, wird es dann schön aufgerollt, das sieht schon mal sehr gut aus. Und wenn wir es dann kippen, geht hinten sozusagen die Klappe lose. Und die Doppelhubshydraulik hebt das Ganze dann. Also eine sehr schöne Geschichte. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier oben stehen. Weil das ist nur Teil 1. Bei diesem freundlichen Kollegen hier, jetzt fährt er mich von alleine wieder runter. Dieser freundliche Kollege hier mit der schönen kleinen Leiter da dran und allen drum und dran. Das ist nur einer von vieren. Genau, weil die anderen haben wir drüben auf dem Platz stehen. Und deswegen laufen wir jetzt mal eine Runde rüber. Ich wollte hier nur den Abkippmechanismus zeigen. Und dann können wir hier mal eine Runde rüber flitzen. Und dann sehen wir auch schon, hier stehen auch die kleinen Geschwister sozusagen. Nämlich der RNT14, den gibt es dementsprechend genauso hier aus Drehschimmel mit zwei Achsen. Wir haben hier dann den, können wir besser von vorne zeigen, ne, den 17er, der dementsprechend auch Drehschimmel ist und etwas mehr Kapazität hat. Wir haben hier den 17T, das ist der ohne Drehschemel, wie ihr vorne seht, das wird viele freuen. Und ihr seht hier den, die Variante 26er, die wir drüben schon stehen hatten, bloß als Ballenwagen. Und da seht ihr selber, hier seht auch schön, ne, die Sicherheitsgurte, Spanngurte zu machen. Und ja, das geht übrigens bei jeder Größe. So simpel ist es. Das heißt, ich kann auch jede Größe zu einer Ballengeschichte machen, wenn ich das möchte. Und das kann ich euch am einfachsten im Shop zeigen. Wir gehen einfach mal auf Anhänger, gehen ganz nach hinten durch. Da seht ihr die vier Kollegen auch schon. Ne, sie fängt an bei 15.000. Ihr seht hier, das ist die Standardkonfiguration. Wir haben das Ganze jetzt hier entweder mit oder ohne. So kann man es halt machen. Man hat noch ein bisschen Reifenauswahl und ein Nummernschild. Und das ist es dann. Preislich ändert sich hier so nichts. Ne, und wir haben dann hier von 10 Kubik für 15.000,
15 Kubik für 20. Ne? Hier ist nochmal 15 für 20. Was ein Wunder, das ist halt die Variante nur mit der anderen, ne? anderen Kupplungstechnik. Und wir haben hier einmal 22 Kubik für 29. Das ist nicht der 1000er Schnäppchenpreis, aber durchaus mal was anderes und auch noch kein Wucher oder sowas. Also das passt alles schon. 29.000 für einen Anhänger kann man in dem Sinne schon mal ausgeben. Ne? Für 22 Kubik ist es ja so weit weg nicht. Wie gesagt, man sieht hier, man kann sämtliche schüttigen Sachen da drin in irgendeiner Form auch transportieren. Das passt schon mal sehr gut dabei. So, ja, damit haben wir die auch erledigt. Hier steht immer noch schön nochmal der Name dran. Man sieht hier den Unterfahrschutzpart an der Seite. Haben wir hier nicht so wirklich. Ne? Das, da ist er wieder. Da ist er. Hier gibt es ihn nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber bei der kleinen Variante denkt man vielleicht, er ist zu schmal. Das ist ja eine Nummer größer hier. Ja, so sehen sie aus. Dann marschieren wir hier rüber. Und wir haben jetzt hier ein Zweier-Set Traktoren. Die sind New Holland, wie ihr hier seht. Das ist der TL100A und das ist der TL80A. Beide gibt es als Vierrad betrieben oder als Zwei-Achs betrieben oder Ein-Achs betrieben oder Zwei-Achs betrieben, sagen wir es mal lieber so. Mit Gewicht und ohne Gewichte Geschichten und mit Kabine und ohne Kabine. Deswegen habe ich die jetzt hingestellt. Also eigentlich sind es vier, also den hier gibt es auch ne, mit der Achse und dem und den hier in groß gibt es auch ne, mit der Achse und ohne. So simpel ist es. Das ist die Kombination, die ich draus mache. Zum Zeigen nehme ich natürlich das gute Stück hier, weil hier ein paar Lämpchen mehr dran sind. Ne, wir machen einfach mal eine Runde Licht an. Da seht ihr schon, das funktioniert auch. Das hinten das Licht, aber das Licht funktioniert, aber das Licht vorne funktioniert. Die Scheinwerfer hier vorne sind mal exorbitant hell. Also das ist mal richtig was zum Ausleuchten. Ne, wir haben hier, Moment, ich mache das Licht hier aus, sonst sehen wir von dem Rest nämlich nichts. Dann haben wir hier die Lichtergeschichte. Das wird hier über Kabine und hinteren Fender dementsprechend dann gemacht. Ne? Auch bei dem anderen ist das alles nur über den hinteren Fender. Da seht ihr da hinten die Lampen. Ne? Da seht ihr sie an der Seite. So, und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Rundumleuchte zu setzen oder auch so einen Blitzer zu setzen. Und das habe ich einfach mal gemacht. Also wie gesagt, den gibt es ja nicht immer. Deswegen dachte ich mir, setze den mal ran. Frontgewichte vorgeklemmt, wie ihr hier seht. Wenn wir das Ganze von innen angucken, spontanisch einfach. Ne? Ist auch ein einfaches kleines Gerät. Wenn ich dann hier Motor anmache und Licht anmache, passiert hier drin auch nicht so wirklich viel. Ne? Wenn ich die Hilfe drücke, dann seht ihr selber, Spezialeinstellungen haben wir jetzt im großen Stil so auch nicht dabei. So, ja, motormäßig sind die beiden exakt gleich. Deswegen nehme ich jetzt diesen freudigen Kollegen und drehe da einfach mal eine Runde mit. Der könnte natürlich schon in der Vorrangsweise die kleinen Anhänger dort ziehen. Wäre natürlich alles perfekt sozusagen. Ja. Rotverleuchten haben wir keine und Bremsleuchten leider auch nicht. Warum die nicht funktionieren, weiß ich nicht. Aber das ist was, was man vielleicht noch nachbessern sollte. Hier seht ihr noch, ich habe noch Frontlader von Quicke mit dran. Den gibt es also dementsprechend auch noch. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal im Shop an. Gehen auf die kompakten. So. Und das sind sie. Ne? Da seht ihr selber 80er oder 100er jeweils mit Cap, ohne Cap und mit Front angetrieben oder nur Heck angetrieben. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Die Auswahlmöglichkeiten sind halt hier Frontgewichte zu setzen, ja, nein. Motorausführung kostet halt ne, zwischen 80 und 100 PS sind nochmal 3000 extra. Wir haben hier Breitreifen, Gewichtsgeschichten, Standardsachen, Pflegebereifung leider nicht. Rundumleuchte können wir hier die Lichtbar setzen. Oder auch hier die ganz normalen Außensitzenden, die Rotationsgeschichten mittig. Also das ist schon mal ganz okay. Oder links und rechts oder nur einen kleinen mittig. Ne, man kann die Kotflügel vorne ransetzen oder nicht. Das habe ich getan. Quicke oder Lizard oder Hauer ist hier zu machen. Und wir können das Nummernschild ändern. Also da gibt es schon ein paar schöne Sachen. Da kann man also schon mal durchaus mitarbeiten. Und selbst wenn man hier so ein bisschen mehr anmacht, dann ist man hier bei 47.000 dann halt. Wenn man ein bisschen PS noch drauf macht, dann... Wie gesagt, kann man halt gucken, was man daraus machen möchte. Da ist man so um die 50.000. So, ja, wie gesagt, die anderen Varianten kommen aufs Gleiche raus. Ich laufe jetzt hier nochmal eine Runde hin und zeige euch nochmal hier, da sitzt halt dementsprechend dann der Blinker, ne, für die Variante ohne Kabine.
da sieht man auch schön Typenbezeichnung und sowas sind dran geschrieben, weil das hier ist jetzt die pure Variante, da habe ich gar nichts dran gemacht und an dem hatte ich alles dran gemacht. So, dann kommen wir zur letzten Mod für heute, die steht hier vorne. Das ist ein Cetor, nämlich der 25K. Hier schön mit dem alten Schriftzug, schön mit Gold umrandet das Ganze. Man sieht hier die ganzen Details und sowas, sehen alle sehr ordentlich aus. Man hat hier vorne auch einen schönen Cetor-Schriftzug. Damit ich es nicht vergesse, fangen wir damit mal im Shop an. Gehen nach hinten durch. Da seht ihr ihn. 9.500 kostet er und ich kann exakt gar nichts machen. Genau. 25 PS hat er dementsprechend. 53 Liter Tank und er fährt 20. So sieht's aus. Wir hüpfen eine Runde rein. Dann sieht es nämlich so aus. Machen Licht an und aus und das war's dann. Und hinten haben wir auch die gleiche Funktion. Blinker und sowas war damals noch nicht so wirklich üblich. Ne? Wir haben hier noch dran stehen vorne das Dieselschildchen. Und das ist es dann. Wenn wir uns die Armaturenbereiche hier angucken, dann sehen wir relativ spartanisch einfach. Wenn wir den Motor anmachen, passiert da auch beleuchtungstechnisch nichts. Ne? Also das ist alles ein und dasselbe. Sieht also so sehr ordentlich aus, finde ich. Schön gemacht. Und ich würde sagen, auch damit drehen wir dann einfach mal eine Runde. So, da stelle ich ihn ab. Wie gesagt, Bremslicht, Rücklichtgeschichten und sowas. Eher schwierig bis gar nicht. Drücken es so aus, wie es ist. Und mit dem Einmitten dieser beiden Kollegen hier sind wir durch für heute. So einfach ist es. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr beim Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und bis morgen.